Hallo, ich bin mal wieder unterwegs. Heute sind wir beim NDR Soundcheck Neue Musik im Jungtheater in Göttingen. Und neben mir ist der Lukas. Hi. Lukas ist der Drummer von der Alice Merton Band. Kennt jeder? I've Got No Roots. Und der Lukas ist auch ein großer Moto-Fan. Auf jeden Fall. Und hat auch Moto hier auf der Bühne stehen. Und Lukas, erzähl mal, was machst du denn so damit? Ja, wir haben eine DAW laufen, über die wir die ganzen Backing-Tracks laufen haben. Und die schicken wir auf 8 Ausgänge, die dann ins Interface gehen. Und vom Interface in die DIs und von den DIs dann mit einer Kabelpeitsche zum Mischpult. Und sehr geil, weil wir mit Thunderbolt sehr gute Ergebnisse hier erreichen. Genau. Wenig Latenz und extrem zuverlässig, auch wenn es hier extrem vibriert auf der Bühne. Genau, ich sehe gerade, du hast einen 8:8 MK3 Thunderbolt, also 8:8X heißt es ja genau, Thunderbolt Interface, genau. Angeschlossen an einem MacBook Pro. Genau. Und klar, auf der Bühne, da macht es mal ein bisschen Rums und so und das alles. Geht nichts raus, keine Probleme. Super. Kein Soundverlust. Super. Bist zufrieden? Sehr zufrieden. Wie lange hast du schon im Einsatz? Seit August, also jetzt 2 Monate. Okay, und so ein paar Shows habt ihr schon gespielt? Genau, so ungefähr um die 10 Shows jetzt damit. Mhm. Und auch Probetage, wo wir 10 Stunden lang das Ganze laufen hatten und ohne Problem. Super. Dann wünsche ich euch ein geiles Konzert heute. Danke. Viel Spaß in Göttingen und bis zum nächsten Mal.